Wir kehren noch einmal zurück zum Circuit de Spa-Francorchamps, Heimstatt des großen Preises von Belgien. Nach Belgien? Okidoki. Das heißt, wenn ihr sagt wieder, dann waren wir da schon. Okay. Ich bin jetzt gar nicht mehr so richtig. Ah, okay, doch. Das Bild habe ich im Kopf. Da waren wir schon mal. So, bin ich mal gespannt. Ein normales Rennen oder was Spezielles? Wobei ich könnte mir denken, dass nicht zwei, drei Spezialrennen hintereinander kommen. Deshalb denke ich mir, dass jetzt ein normales kommt und erst danach vielleicht was Spezielleres. Oder ein Entscheidungsrennen. Wobei Entscheidungsrennen, normales Rennen, was ist da der Unterschied eigentlich? Also, die sagen, das wird auf mein Auto abgestimmt, aber ich habe da irgendwie keinen Unterschied eigentlich gemerkt. Außer, dass jetzt wirklich, ich glaube, nur meine Autos mitfahren. Aber ich sag mal, in normalen Rennen, da sind die Autos ja auch alle relativ gleich. Wobei hier sind sie ja woher ganz genau gleich. So, genau. Fahrt mir hinten rein. Alter, ey, da will man wirklich mal aufpassen und keinen Crash machen. Bam, fahrt ja einer rein. Gibt's doch gar nicht. Richtig mies. Hoppalale. Warum bremst du hier? Ja, hier fahre ich den auch wieder voll rauen. Der bremst schon voll früh. So, ich gehe mal vom Gas runter, lass mal rollen ein bisschen. Ja, genau, jetzt geht er bei dem rein. Alter, lass mich hier. Na, ja, das war auch natürlich schlau. Hier durch die Wiese abzukürzen und dann bleibt ihr voll stehen. Na, hier bin ich schon in der Wiese. Bin da schon gerade ein bisschen so auf den Sack. Bremsen mich hier aus. Mal kuscheln hier in der Runde. Ah, oh, die Dreckscheibe. Jetzt geh weg. Ich fahre hier nicht mit Boxautos. Auch wenn sie gerade alle so verhalten, aber egal. So, einmal ein perfekter Windschatten. Wobei der Windschatten, der bringt eigentlich gar nichts, habe ich so das Gefühl. Ich sag ja bei Windschatten irgendwie, dass man dann schneller wird oder so, oder dass man aufholen kann. So, Alter, ich sehe mal wieder sehr viel. Auch geil. So, der Silberne macht ein bisschen langsam. So, hier einmal schön überholt. Vor allem gab es ja nicht mal gutes Überholen. Obwohl es eigentlich schon richtig schön war. So, hier einmal gutes Überholen. So, und hier sieht man halt auch, die Strecke ist schon um einiges länger wie hier der Silverstone. Ist hier doppelt bis dreifach so lang. Also eine Runde hier. Wow. Ja, hallo. Vor allem so schnell war der doch gar nicht. Warum bremst der so? Also manchmal verstehe ich das echt nicht, warum die so übel bremsen. Guck mal, jetzt bremst du nicht. Erst da hinten. Schon ein bisschen komisch. So, lass dich überholen. Alter, wann ist schon die Runde vorbei? Richtig lang. So, uiuiui. Oh, toll, jetzt habe ich gebremst. Jetzt kommt der eine wieder von hinten. Und zieht auch noch dran vorbei. So, oh, da vorne. Eine scharfe S-Kurve. Wer crasht da schon wieder? Es war, glaube ich, irgendwas hinten. Hinter mir ist doch gar nichts. Hm,
Komisch, komisch. So, und jetzt ist meine Runde vorbei. Haben wir im Silverstone ja schon 3 gehabt. So, uiuiui, den treffe ich auch noch. So, 17 Punkte bei einem Drift, okay. Süß. So, das will ich jetzt mal sehen. Hier kann man auch hochfahren, ohne zu bremsen groß. Obwohl, doch, hier wird es kurz rot. Leicht gebremst, okay. Aber die bremsen hier noch mehr. Wir haben ein bisschen abgekürzt. Gibt sogar gutes Überholen und eine gute Kurve. Wobei, ich glaube, das gute Kurve, das bezieht sich, glaube ich, nur auf die Geschwindigkeit, oder? Das heißt, je schneller man eine Kurve macht, ohne und je weniger man rutscht oder so, deshalb, umso besser wird sie gewertet. Oder weiß ja nicht, wie die gewertet wird. Hier war es nämlich Reifen quietschen. Hier nicht so, deshalb eine gute Kurve. So. Wo ist der? Irgendwo links? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, jetzt ist er hinter mir. So, uiuiui. Einmal kurz hier angekündigt, dass ich vorbeigehe. So, der fährt auch einmal durch die Wiese. Hat aber eine coole Lackierung drauf. Mit einem leichten Xbox-Logo. So, ich sage jetzt nicht, ob wir auf die Lackierung schauen, sondern gucken, dass ich Platz 1 werde. Uiuiui. So, haben wir hier auf der Außenspur überholt. So, wenn wir jetzt keinen Scheiß mehr machen. Aber die Runde ist ja, glaube ich, gleich vorbei. Sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl, oh, da kommt noch die S-Kurve. Das heißt, noch einmal anstrengen und dann hätten wir die Sache. Weil ich habe ja auch wieder gut Vorsprung. Na, ja, die kann man natürlich wieder schnell verlieren. So, uiuiui, was war das gerade? Oh, da sind wir ein bisschen zu schnell. Ja, okay, egal, komm. Abkürzen, Handbremse, zack. Und Gas geben. Auch mal ein bisschen komisch gefahren, aber... Naja, muss auch mal sein. So, und mit einem schönen Vorsprung. So, Alter, hey, da vorne wieder. Ein paar Dellen drin und so. Hier ist Frontscheinwerferglas, hat es schon wieder nicht überlebt. Aber dafür ein paar Punkte kassiert. So, Fahrerstufe. Einmal aufgestiegen. Da rasseln die Coins. So, wir gehen weiter zu Rennen Nummer 4. Wir kehren zurück zum sogenannten Brickyard, dem Indianapolis Motor Speedway. Jo, einmal wieder nach Amerika. So, wieder kurz die Streckenübersicht. Noch schön langen Zielgeraden. Vor allem das letztendlich sowieso geil. Hier die letzten 2 Kurven und dann die lange Zielgerade. Und ein Verfolgungsjagd-Event. Ja, okay.
So, bin ich mal gespannt, wo die sich verstecken. Zwei Runden müssen gefahren werden. Vor allem das Verfolgungsjagd-Event, das ist doch auch immer nur auf der Strecke, oder? Habe ich so das Gefühl. Oder hatten wir das schon öfters da? So, oh, da, der Schwarze. Ich glaube, einer, das war ein bisschen... Ja, da fahren wir gleich gegen das Ding hier. Das reicht uns noch nicht so ganz. Das reicht uns auch noch nicht, oder? Doch, wenn wir da ein bisschen enger und uns ein bisschen ausbremsen lassen. So, der Schwarze ist einmal ein Ziel. Und ich glaube, der Weiße glaubt auch gleich. So, den Schwarzen, den müssen wir jetzt dann haben. Und dann holen wir uns gleich den Weißen. So, oh, der überholt auch außen. So, wir sind dicht dran. Oh, ein Scirocco sogar. Fährt damit. So, gibt da einmal Gas. Nicht hinten reinfahren. So was tut man doch nicht. Das war auch gerade ein bisschen knapp. So, jetzt kommen wir hier auf das Langgezogene. Und da ist, glaube ich, der Scirocco ein bisschen besser. In der Beschleunigung und so. Obwohl, boah, wir kommen gerade ein bisschen ran. Jetzt hatte ich den auch noch außen überholen. Wow, 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 wow. Hallo? Bremst der noch? So, warum? Na. Eigentlich wollte ich so schön rechts vorbeiziehen, aber dann halt ein bisschen mit Kontakt. So, hier schön reinfahren. Den nehmen wir wieder von außen. Die fahren immer meistens so blöd innen drin. Und da, die fahren immer halb in eine Wiese. Ist halt auch ein bisschen blöd. Aber die kann man ja auch gut von außen nehmen. So. Also die Reifen, die quietschen immer. Aber noch kein Drift. Keinen einzigen Punkt bekommen. Ja, ich glaube, wir haben halt auch noch nichts mit Handbremse und so gemacht. So, den können wir noch von links. Bei den blauen wird es jetzt gleich interessant. Na komm, ziehen wir noch innen durch. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil man da schon leicht auf die Wiese ausweichen muss. So, wo ist denn der Scirocco? Keine Ahnung, sieht man gar nicht. Ich glaube, ein bisschen weiter hin. Wow! Räumt da alle Hütchen ab. Gibt's hier gar nicht. So, da hinten sieht man keinen mehr. Okay. War ja dann gar nicht so schwer. Bin gespannt, vielleicht kommen, ob die Rennen noch ein bisschen schwieriger werden oder so, oder... Ach nee, wir können ja eine Schwierigkeit einstellen. Könnten wir es eigentlich auch mal ein bisschen nach oben schrauben? Ja, bis jetzt ist ja noch eigentlich... geht's ja noch ganz gut. Deshalb würde ich sagen, können wir da vielleicht mal nochmal 10% nach oben gehen. Gibt's auch mehr Kohle. Und so, Stufen gibt es keine neuen. Und wir sind in der Halbzeit. 4 von 8 Rennen sind fertig.